Wir testen seit langem mal wieder einen Luxus-Sportwagen der Extraklasse. Das Fahrzeug befindet sich direkt hier um die Ecke. Los geht's, Leute, wir testen jetzt 4 Millionen PS. Da ist das gute Teil. Wow, was für eine schöne Silhouette. So, erstmal freischalten das Ding. So, hier, zack. Oh, der hat nicht mehr viel Sprit drin, ne? Oh, ich bin so abgelenkt, diese Felgen. Ich kann hier gar nichts machen, Bro. Das ist ein Teil, Alter. Wow, was für Lufteinlässe. Und diese Matrix-LED-Lichter. Oh. Ja, wir müssen jetzt hier weitermachen. Seid mal kurz leise. Erfasse den Zustand des Autos. Wow, das ist neu. Das ist neu, das kenne ich nicht. Ach so, nee, das ist nicht neu. Das machen die nur bei Luxusschlitten wie dem hier. Ja, dann mache ich mal ein Foto. Ja, schön. Schönes Foto. Nur die Farbe gefällt mir nicht. Ich bin nicht so ein Typ von weiß. Aber sonst, der Citroën C4 Urus hier ist eine Wucht. Ey, wie viele Fotos soll ich noch schießen? Einfach Fotoshooting geworden hier. Zack. Oh, das Auto wurde aufgeschlossen. Alter, was für Rücklichter. Wie sieht das denn aus, Alter? Das ist nicht Zukunft. Das ist auch nicht Gegenwart. Das ist Science Fiction. Ich muss niesen. Um euch jetzt hier zu beweisen, dass dieses Fahrzeug extrem viel Leistung hat, muss ich nur dieses Lenkrad filmen. Abgesägt. Abgesägtes Lenkrad heißt Supersportwagen. Wow. Ihr wollt jetzt bestimmt den Hecktest sehen, aber wir müssen werbefreundlich bleiben, weil meine Videos werden alle gelb, ratz, patz, bam. Aber einmal kann man es machen. Ja. Steigen jetzt ein, meine Tür zu und schauen uns dieses extravagante, wunderschöne Interieur an, das mir hier entgegenspringt. Es ist unfassbar! Diese Verarbeitung lässt keine Wünsche mehr übrig. Diese Mittelarmlehne kann man aufmachen, kann man wieder zumachen. Dann hier speziell das hier im Urus. Man kennt den Flugzeugwahlhebel hier. Aber ich weiß nicht, wo diese Kappe ist, die man aufmacht und dann Start, Stopp, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat das neue Modell das nicht mehr. Und hier auch Urus Lufteinlässe. Dann hier alles Leder, 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 Leder. Und dann hier feinstes asiatisches, persisches und türkisches Stoffleder. Drive-Modi hat er auch. Verschiedene, die werden wir auch alle gleich testen. Und wir gehen auch direkt auf die Autobahn. Leute, was ist los? Wir lassen da nichts aus. Sofort unbegrenzte deutsche Autobahn mit dem Ding Brettern kurz anschnallen. Ich weiß nicht, was soll ich euch noch zeigen? Den Himmel, der ist halt weiß. Gefällt mir nicht. Ein schwarzer würde hier besser passen zu dem Auto. Aber gut, man kann nicht alles haben. Es gehört ja auch nicht mir, das Auto. Elektrisch verstellbares Lenkrad. Erstmal Auto anmachen. Jo, so geht das nicht. So. Was ist los? Das habe ich ja noch nie gesehen. Was ist das hier? Sie haben Ihr Fahrzeug entgegen den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung abgestellt und somit eine Verkehrsordnungswidrigkeit begangen. Die zuständige Behörde wird Ihnen in den nächsten Tagen einen entsprechenden Bescheid zustellen, der alle wichtigen Informationen und den korrekten Tatvorwurf... Was habe ich gemacht? Ich habe doch nichts gemacht. Ich bin doch nur in dieses Auto eingestiegen. Zweimal sogar. Aber hier, scheiß drauf. Handschuhfach ist mega. Wow. Wie geht's Autobahn? Ich krieg das Auto nicht an. Es gibt auch keinen Schlüssel. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz in die App. Vielleicht finden wir da den Fehler. Ja, das läuft jetzt. Los. Ah. Gedrückt halten. Ja, Mann, das habe ich ja ganz vergessen. Bei Supersportwagen ist das so. Man muss das gedrückt halten. Hallo, Chavo, bist du seit gestern auf der Welt oder was? Hallo. Und jetzt geht's los. Warte mal, ich wollte wie beim Benz hier in D reinklatschen. Ist aber nicht so bei dem Auto. Wir müssen hier in den Drive-Mode. Wir gehen aber sofort in den Sportmodus. Guckt mal hier. Hier sieht man jetzt auch nochmal, dass das ein Supersportwagen ist. Und zwar, oh, Tank komplett leer. Das ist auch ein Indiz dafür, dass es ein Supersportwagen ist, weil der Tank immer leer ist. Man muss immer zur Tankstelle. Wie lange darf ich eigentlich noch fahren? Ey, ist das... Warte mal kurz, Echo, normal, Sport hier. Sport! Jawohl! Das Reichweite 140 Kilometer, ach, das geht noch klar. Schaltwippen auch ein sehr, sehr, da war kurz ein Schamhaar, starkes Indiz dafür, dass es sich hier um einen super Sportwagen handelt. So, Scheinwischer, Scheinwischer. Ah, warte, bevor ich die Scheinwischer aktiviere, erstmal elektrisch verstellbares Lenkrad, hier den Knopf kurz drücken. Rückfahrkamera. Oh, 8K. So, jetzt Scheibenwischer an. Bam. Ich geh mal kurz Gas. Ah, hier liegt viel Laub. Ich weiß nicht, ich trau mich nicht. Ist halt Heckantrieb. Oh. Ey, guckt euch mal den Kick jetzt an. Was ist mal kurz? Ich bleib mal hier kurz stehen. Wir haben Sonntag, nichts los. 8 Uhr morgens. Kann man den sehen?
Na klar kann man den sehen, ich filme den ja auch. Da steht, komm in unser Team, falls ihr das nicht lesen könnt. Und der Bre guckt auf jeden Fall sehr, sehr spektakulär, ja, phänomenal motiviert. Ich werde mich auf jeden Fall direkt morgen bei dieser Firma bewerben. Gerne doch. Boah, die Reifen sind einfach durchgedreht. Boah, wie der nach rechts gezogen hat eben. Komisch, Glitch in der Matrix wieder. Ist doch ein Heckantriebler. Was ist denn da los? Boah, was ich mich jetzt freue. Mann, auf die deutsche unbegrenzte Autobahn mit dem Ding einfach mal über 300 km/h zu brettern. Ich glaube, ich bin in meinem Leben noch nie über 300 km/h gebrettert, obwohl dieser Kanal schon über 3 Jahre existiert. Tschüss. Wir müssen echt aufpassen, weil mit so einem Supersportwagen wird man gut und gerne mal geblitzt. Und hier ist schon ein erster Drecksblitzer. Hindernis in der Nähe des Fahrzeuges. Oh, wir sind zu dicht dran gefahren. Das ist natürlich scheiße. Das wollen wir nicht. Die Spiegel sind komplett scheiße eingestellt. Wartet mal kurz, ich sehe hier gar nichts. Ah, jetzt sehe ich was. Bam. Boah, wie schnell es geht in Echtzeit sogar, Junge. Keine Verzögerung. Hier links werden wir überholt von einem, ja, Billo VW. Und dann kommt hinterher noch ein Billo, Opel, die haben doch gar keine Chance, wenn ich hier auf die Tube drücke. Kann man hier Licht anmachen? Ja. Oh, habt ihr gesehen, wie das anging? Hier steht sogar, dass er ein Airbag hat. In der Sonnenblende. Das soll einer mal nachmachen. In der Sonnenblende. Deswegen darf ich die auch nicht, wie sonst in meinen Videos, einfach zuklatschen und weghauen. Sonst springt mir der Airbag hier auf. Hier ist immer noch nicht unbegrenzt oder ist schon? Haben wir das Schild verpasst? Kann sein, ja. Kann gut sein. Was denkt ihr so? Höchstgeschwindigkeit von dem Biest hier? Ich schätze mal so knapp 322 km/h. Ja, hier ist unbegrenzt. 3, 2, 1. Warte, ich schalte nochmal runter. Ah, hier. Zack, zack. Vierter Gang. Und los geht's. Ja, drück mich das in den Sitz rein. Was ist denn los? Vierter Gang, vierter Gang, vierter Gang. Geht einfach bis 250. Was ist denn los? Sechster Gang, fünfter Gang, Junge. 260. Zieh den Golf nach links. Bitte nicht, ich will nicht sterben. Und sechster Gang, 280. Oh mein Gott, 290. Hat er noch einen siebten Gang? Nee, hat er nicht. Doch, doch, er hat einen siebten Gang. Alter, bin ich schnell unterwegs. Ich kann nicht mehr. Ich habe Angst. 290. Ja, der schafft definitiv die 300 km/h. Auf jeden Fall, ich schätze auch mal die 380 km/h. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Warte mal, wir müssen hier direkt raus. Das war echt eine harte Experience. 280 km/h hier locker, flockig geschafft. Und wie schon gesagt, die 300 sind locker machbar, wenn man noch ein bisschen weiterfahren würde da auf der Autobahn. Aber ich muss hier raus. Und 320 km/h glaube ich auch. 8 Liter Verbrauch. Das ist ja weniger als bei meinem Benz, du. Und mein Benz hat 340 PS. Und der hier, boah, ich weiß gar nicht. Was hat der? 680 so ungefähr? Ne, 640, stimmt. Das ist ja dieser Citroën C4 Urus LP 640. Oh, der Motor! Juhu. Oh, hier ist 60, ich muss echt aufpassen. Ich war schon auf 600 km/h. Kleine Vollbremsung. Ich mache nicht eine ganze Vollbremsung. Ja, bin ein bisschen so, ein bisschen. Das ist ja nicht mein Auto. Wir müssen die Autos, die wir mieten, bei den verschiedenen Autovermietungen, müssen wir auch gut behandeln. Das ist sehr, sehr wichtig. Auch wenn ihr so ein Fahrzeug mietet, bitte vermüllt es nicht, verdreckt es nicht. Ich habe selber früher in einer Autovermietung gearbeitet und es war echt teilweise erschreckend, wie die Personen, die da die Autos angemietet haben, mit den fremden Fahrzeugen umgegangen sind. Aber warte, bevor ich jetzt hier weiter rede, hier ist kein Auto, Junge, warte. Wow, Hubtest, einwandfrei. Und jetzt machen wir hier nochmal 0 auf 100 mit Launch Control. Hier ist wirklich niemand jetzt. Sonntag, 3, 2, 1, Sportmodus ist aktiviert. Jo! Alter! Ich kann nicht bis 100 Mal. Das waren unter 0,1 Sekunden und Soundcheck. Der Sound kam gerade von einem anderen Universum. Ja, wie gesagt, also wenn ihr das nötige Kleingeld übrig habt und euch ein Auto mieten wollt oder könnt, jetzt nicht unbedingt so ein Schlachtschiff, Junge, das kann ja nicht jeder, ja, sondern so ein Standard M3 Geringverdiener-Auto. Wenn ihr sowas mieten könnt oder wenn ihr sowas mietet, dann bitte nicht verdrecken. Lasst das Auto so, wie es ist, macht es sauber. Ihr erspart damit den Leuten, die da arbeiten, sehr viel Zeit, sehr viele Nerven und vor allem zeigt ihr auch, dass ihr respektvoll mit anderen Gegenständen umgeht. Und das wollen wir doch. Das wollen wir doch, weil ihr wollt ja auch nicht euer Auto vollkacken. Ja, okay, der ein oder andere vielleicht schon, unter anderem mich auch, aber trotzdem, fremde Autos sollte man nicht ankacken. Ja, der berühmte Kreisel hier. Wir gucken mal, was hier geht. Es ist nass, also ich kann jetzt hier nicht komplett Gas geben. Ich will auch hier nicht ein
600.000 Euro Auto in die Leitplanke fetzen. Kurvenlage für ein SUV ist echt heftig. So, ab nach Offenbach. Way, yo, die Farbe gefällt mir überhaupt nicht, aber das Auto ist heftig. Guckt euch mal die, wie nennt man das? Ja, die Silhouette an. Sagt man das so? Was ist eine Silhouette? ChatGPT, hallo? Wo ist mein Handy? ChatGPT, mein Schatz, kannst du mir sagen, was eine Silhouette ist? Definier mir bitte das Wort und Kuss auf die Nuss. Aber natürlich, mein Herz. Eine Silhouette ist ein Schattenriss oder eine Umrissdarstellung, bei der nur die äußeren Konturen eines Objekts, einer Person oder eines Tieres sichtbar sind, meist in schwarz auf hellem Hintergrund. Sie hebt die Form ohne Details hervor